Ich grüße Sie ganz herzlich. Guten Abend. Grüß Gott. Ich habe zwei Flügel. Das sage ich in all seiner Zweideutigkeit. Da dieser Abend vor allem für meine spanischen Leser aufgezeichnet wird, müsste ich wohl erklären, was das deutsche Wort Flügel bedeutet. Flügel bedeutet zunächst auf Spanisch Ala, zum Beispiel Alas de Mariposa, Flügel der Schmetterlinge. Das deutsche Wort Flügel bedeutet aber auch, wie Sie wissen, Klavier, auf Spanisch Piano de Cola. Das deutsche Wort Flügel ist eigentlich schöner als Piano de Cola. Piano de Cola heißt ins Deutsche übersetzt Klavier mit Schwanz. Cola bedeutet allerdings auch nicht nur Schwanz, sondern auch Schweif oder Heck. Ein vulgärer Ausdruck wäre Flügel, Klavier mit Hintern. Auf Französisch heißt der Flügel Piano à queue. Queue bedeutet ebenfalls Schwanz. Queue de bœuf heißt Ochsenschwanz. Auf Italienisch heißt der Flügel Piano forte a coda. Coda bedeutet ebenfalls Schwanz oder Schweif. Das englische Wort für den Flügel heißt, wie Sie alle wissen, Grand Piano. Also die Engländer nehmen nicht die schöne, geschwungene Form des Flügels wahr, sondern nur dessen Größe. Ich kann Englisch nicht lieb gewinnen. Englisch ist, so wage ich es zu behaupten, in seinem Wesen eine ökonomische Sprache. In unserer durchökonomisierten Welt sprechen wir alle deshalb nur Englisch. Sie verstehen nun, warum ich die deutsche Sprache so sehr liebe. Sie ist keine ökonomische, sondern eine durch und durch poetische Sprache. Deutsch hat, wie schon Theodor Wiesengrund Adorno sagte, eine natürliche Affinität zur Philosophie. Sie können ganz ruhig, ganz stolz sein auf ihre eigene Sprache und freundlich und gastfreundlich sein gegenüber Ausländern, die Deutsch sprechen oder lernen wollen. Wenn ich nun sage, ich habe zwei Flügel, so können nun auch meine spanischen Leser das deutsche Wort Flügel in seiner Zweideutigkeit hören. Ich habe zwei Flügel, nicht nur zum Klavierspielen, sie sind auch zwei Flügel, dos alas. Meine zwei Flügel, dos pianos de cola, verleihen mir Flügel zum Abheben, alas para despegar. Wenn ich denke, habe ich oft das Gefühl, ich hebe ab mit meinen Flügeln. Ich liebe diesen spekulativen Flug, der von zwei Flügeln, dos pianos de cola, und von deren Musik begleitet wird. Auch Heidegger erfährt das Denken als einen spekulativen Flug, in dem zwei Flügel zum Einsatz kommen. In einem Brief an seine Frau schreibt Heidegger, ich zitiere, ich nenne es den Eros, den ältesten der Götter, nach dem Wort des Parmenides, der Flügelschlag jenes Gottes berührt mich jedes Mal, wenn ich im Denken einen wesentlichen Schritt tue und mich ins Unbegangene wage. Zitat Ende. Ohne Flügelschlag, ohne Flügel des Eros ist kein Denken möglich. Wer denkt, muss mit den Flügeln des Eros abheben ins Unbegangene, ins noch nicht Geborene oder ins Kommende, ja ins Neue. Eines Tages war ich unterwegs in Berliner Prenzlauer Berg. Als ich an einem sehr kleinen Klavierladen vorbeiging, sah ich durch Fenster einen schönen alten Flügel. Ich ging hinein, ich verliebte mich in den Flügel, so habe ich ihn gekauft, um Klavier zu lernen. Ohne irgendeinen Klavierunterricht genommen zu haben, versuchte ich die Aria der Goldberg-Variation zu spielen. Ich liebte die Aria über alles und mir genügte nicht, sie bloß zu hören. Ich wollte sie selbst spielen. Ich habe dafür mindestens 2 Jahre üben müssen. Einige Takte sogar monatelang. Endlose Wiederholungen also. Ich habe eine endlose Geduld. Also eine Tugend, die heute im Verschwinden begriffen ist. Es waren richtige Exerzitien für mich. Selbst 2 Jahre Übungen wären zu kurz für jemanden, der das Klavierlernen ausgerechnet mit Goldberg-Variation beginnt. Auch Deutsch habe ich gelernt mit Hegels Phänomenologie des Geistes und Heideggers Sein und Zeit. Daher ist mein Deutsch ein bisschen eigenartig.
ein wenig schwäbisch vielleicht. Ich liebe Dialekte. Ich denke, dass mein Deutsch ein Dialekt ist, den ich mir sehr mühsam angeeignet habe, vielleicht ein Dialekt des Engels. Inzwischen kann ich die Aria der Goldberg-Variationen auswendig spielen. Auswendig spielen heißt auf Französisch apprendre par cœur. Die Aria der Goldberg-Variation ist die Musik meines Herzens geworden. So beginne ich den Tag mit der Aria. Das ist für mich ein tägliches Ritual oder ein Gebet, ein Morgengebet. Die Hausordnung verbietet aber, dass ich den Tag mit der Aria abschließe. Eine Zeit lang habe ich das trotzdem praktiziert. Die Aria spielte ich 2 oder 3 Uhr nachts mit einem melancholischen Pathos oder mit einer romantischen Inbrunst. Das ganze Haus geriet in Aufruhr. So habe ich aufgehört und habe mich entschuldigt für diese Aria der Nacht. Der Flügel wurde also zu meiner Gebetsmühle. Ich habe einen Jugendstil-Schreibtisch. In die Mitte des Schreibtisches ist ein dünner grüner Teppich eingelassen, den man Schreibwiese nennt. Ein wunderschöner Ausdruck. Denkend wandere ich auf der Schreibwiese. Täglich gehe ich hin und her zwischen grüner Schreibwiese und schwarz glänzender Gebetsmühle. Das ist die Gangart meines Denkens. Ich denke und schreibe im Medium der Musik. Der Flügel, wieder in seiner Zweideutigkeit gehört, hilft mir sehr beim Denken. Jede Schönheit ist paradox. Ohne diese Paradoxie gibt es keine Schönheit. Ich strebe diese Schönheit an. Die Wahrheit vollendet sich in der Schönheit. Die Tonalität meines Denkens ist auch paradox. Ich beschreibe sie mit paradoxen Wendungen wie dunkles Licht oder dunkler Glanz oder helle Trauer. Manche werfen mir vor, ich würde zu viel wiederholen. Die verkennen aber, dass meine Bücher nicht Wiederholungen, sondern Variationen sind. Ich webe gleichsam an einem Teppich. Ich sorge dafür, dass der Teppich mit der Zeit sich verdichtet und farbintensiver wird, wobei ihre Muster dieselben bleiben. Dasselbe ist schöner als das Verschiedene. Die Theorie setzt immer dasselbe voraus, das Variationen zulässt. Zu unterscheiden ist also zwischen dem Gleichen und demselben. Das Gleiche lässt keine Variation zu, ihm fehlt die Weite und die Ferne. Meine Bücher orientieren sich selbst an Goldberg-Variationen. Bei Goldberg-Variationen werden nicht Melodien variiert. Variationen gelten hier 32 Bassnoten. Auch meine Bücher folgen Basslinien mit Fundamentalnoten wie Goldberg-Variationen, die sich in meinem Fall in Fundamentalbegriffen artikulieren. Wenn ich mein Buch Müdigkeitsgesellschaft als Aria des ganzen Zykluses nehmen würde, müssten auf den Essay 30 Variationen folgen. Die Aria der Goldberg-Variation liefert bekanntlich nicht nur das Fundamental-Bass, sondern beschließt das Werk im Da Capo. Selbstverständlich werden wir heute die Veranstaltung mit der Aria der Goldberg-Variation abschließen. Der Hauptprotagonist dieses Abends ist nicht ich, nicht Byung-Chul Han, sondern die Aria der Goldberg-Variation. Als ich mit 17 oder 18 zum ersten Mal die Chaconne von Bach für Violinsolo hörte, ist, wenn auch unbewusst, die Entscheidung gefallen, dass meine geistige Heimat Deutsch und Deutschland sein würde. Ich denke, im Vorleben war ich vielleicht ein Deutscher, vielleicht ein Nachbar von Hölderlin, der diesen abgöttisch verehrt. Ich war so tief von Chaconne berührt. Ich habe gleich eine billige Geige gekauft und versucht, die Chaconne zu spielen. Das ging natürlich nicht. Wie kann man das Geigerlernen beginnen mit Chaconne? Aber ich habe es versucht. Dann habe ich mehr als 20 Jahre Geige gespielt. Und die Chaconne gelang mir trotzdem nicht. Aber ich habe den ersten Satz der zweiten Partita für Violinsolo, also die Allemande, 1000 Male gespielt. Diese Allemande wurde mein Gebet in den Studienjahren in Deutschland, in Freiburg, im Breisgau und in München. Meine zweite musikalische Leidenschaft gilt dem Gesang. Ich habe Schumanns Dichterliebe und Schuberts Winterreise 100 Male gesungen.
bis die Notenblätter auseinanderfielen. Diese Liederzyklen sind in mein Denken eingeflossen, haben sich darin fast eingenistet. Sie beseelen, ja bewohnen mein Denken. Sie wissen, dass Schumann nach seiner glücklichen Ehe mit Clara die Dichterliebe in Leipzig in der Inselstraße 18 komponiert hat. Die ersten Melodien von Im wunderschönen Monat Mai und das bezaubernde Nachspiel des letzten Liedes bilden fast die Fundamentalmelodien meines Denkens. Die Fundamentalbegriffe meines Denkens hervor. Mein Denken ist quasi gesättigt mit der hellen Trauer, die in diesem Andante Espressivo der Dichterliebe zum Ausdruck kommt. Mein Denken hat seine Wurzel in der deutschen Romantik. Wenn ich mein Denken mit einer Frucht vergleichen darf, sind seine Schale und sein Fleischtyp romantisch. Der Kern hingegen ist fernöstlich, also eine sehr exotische Frucht. Ich habe das letzte Kapitel meines Buches, Vita Contemplativa oder von der Untätigkeit, Novalis zu seinem 250. Geburtstag gewidmet. Hölderlin ist ein Teil meiner Seele. Seine Hymnen und vor allem seine späten Gedichte zu Jahreszeiten nach der sogenannten Umnachtung, die für mich eher eine Erwachung wäre, beseelen zutiefst mein Denken. Diese Spätgedichte von Hölderlin verkünden eine göttliche Transzendenz. Sie bringen zum Ausdruck, dass die Welt Erschöpfung heilig, ja heilig schön ist. Ich habe Ihnen bereits erzählt, dass ich zwei Flügel habe. Auf Spanisch dos pianos de cola. Ich habe einen alten Blüthner. Ich liebe seinen warmen, singenden Klang. Blüthner kommt, wie Sie wissen, aus Leipzig. Wenn ich den Flügeldeckel hebe, habe ich die goldene Schrift Blüthner Leipzig vor Augen. Bachs Goldwerk-Variationen Schumanns Dichterliebe und Blüthner. Nun verstehen Sie, warum ich meine allererste Lesung nicht in Berlin, wo ich wohne, sondern in Leipzig machen. Der Name Blüthner gefällt mir sehr. Ich denke und schreibe von Blumen umgeben. Im Moment von Rosen und Pfingstrosen. Und die Vase, Blumenvase standen vor 6 Stunden auf meinem Schreibtisch und diese Rose stand auf meinem Schreibtisch. Das heißt, ich bin geschützt von meinen Blumen. Ohne Blumen kann ich nicht denken. Gerade ist die Pfingstrosensaison begonnen. Deshalb ist es so schön heute. Ich habe eine duftende Blume, ein duftendes Blumenzimmer, das ich sehr selten verlasse. Ich reise kaum. Heute ist eine große Ausnahme. Ich habe mein schützende
Blumenzimmer verlassen. Aber ich konnte das, weil meine Blume mich begleitet. Ich reise kaum, auch Pflanzen und Bäume reisen nicht. Ich wäre gerne eine Pflanze. Am besten Pfingstrose. Erst später habe ich erfahren, dass Claude Debussy ein Blumenzimmer hatte. Er komponierte von Blumen umgeben, nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Seine Musik duftet tatsächlich nach Blumen. Ich strenge mich sehr an. Ich werde mich weiterhin sehr anstrengen, dass auch mein Denken nach Blumen duftet. Dort ist die Wahrheit. Ich verrate Ihnen, was mein zweiter Name ist. Winterling, der bereits im winterlichen Frühling Bienen und Schmetterlinge anlockt, ist mein zweiter Name. Natürlich auf Lateinisch. Ich nenne mich auch, zumindest für mich, Erantis Hiemalis. Oder der Winterling träumt von Schmetterlingen. Er lässt sich tragen von Flügeln des Schmetterlinge. Auf Spanisch Alas de Mariposa. Wie schön, dass das spanische Wort für den Schmetterling Mariposa heißt. Das Buch, in dem ich meine Erfahrungen als Gärtner zum Schwach gebracht habe, heißt Lob der Erde. Eine Reise in den Garten heißt der Titel. Es ist ein sehr persönliches Buch von mir. Dort habe ich sehr häufig aus Hölderlings Hyperion zitiert. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See, ihr holden Schwäne und trunken von Küssen, trunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, so nehme ich, denn es Winter ist, die Blumen. Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Bertolt Brechts idealer Garten sieht leider nicht für die kalten Wintermonate vor. Er blüht nur vom März bis zum Oktober. Brecht schreibt zum Garten, am See tief zwischen Tann und Silberpappe, beschirmt von Mauer und Gesträuch, ein Garten so weise angelegt, mit monatlichen Blumen, dass er von März bis zum Oktober blüht. Mir fehlt offenbar die Weisheit des Gärtners, denn ich habe den Entschluss gefasst, einen Garten anzulegen, der durchgehend blüht, vom Januar bis zum Dezember, vor allem im Winter. Ich ziehe die Metaphysik, das metaphysische Begehren der Weisheit des Gärtners vor. Auch die Helle Kammer, ein Buch von Roland Barthes heißt die Helle Kammer. Auch die Helle Kammer von Roland Barthes ist von jenem metaphysischen Begehren beseelt. Ich habe das Buch so intensiv gelesen, dass es auseinandergefallen ist. Seitdem trage ich das Buch in einem Briefumschlag, wie ein Liebesbrief. Die Helle Kammer ist ein Buch der Trauer. Er beschwört ständig seine tote Mutter, mit der er zeitlebens zusammengelebt hat. Er ist fast mit seiner Mutter gestorben. Dem Buch liegt eine Fotografie zugrunde, die Barth inständig umkreist, ja umarmt, umschwärmt, die aber im Buch nicht abgebildet ist. Sie glänzt durch Abwesenheit. Sie zeigt seine Mutter als fünfjähriges Mädchen. Sie steht im Wintergarten, ich zitiere Roland Barthes. Ganz hinten im Wintergarten steht meine Mutter, ihr Gesicht verschwommen, verblasst. Im ersten Moment war ich überwältigt. Das ist sie endlich. Barthes unterscheidet zwei Elemente der Fotografie, Studium und Punktum. Das Studium gilt den Informationen, die man aus ihr herauslesen kann, so kann man sie studieren. Das Punktum hingegen liefert keine Information. Es bedeutet wörtlich das Gestochene. Es geht auf das lateinische Wort pungere, stechen, zurück. Es trifft und erschüttert den Betrachter. Das Punktum von die Helle Kammer ist für mich
die nicht abgebildete Fotografie seiner Mutter im Wintergarten. Ich sehe den Wintergarten nun doppelt. Er ist ein symbolischer Ort für den Tod und Wiederauferstehung, ein Ort der metaphysischen Trauerarbeit. Die helle Kammer ist in meinen Augen ein blühender Garten, ein helles Licht im winterlichen Dunkel, ein Leben mitten des Todes, eine Feier des wiedererwachenden Lebens, ein metaphysisches Licht verwandelt die Chambre Noire in eine Chambre Claire, in einen hellen Wintergarten, in einem winterblühenden Garten. Roland Barthes liebte romantische Lieder. Er nahm auch Gesangsunterricht. Sein Lehrer war der wunderbare Sänger Charles Pancera, der für mich die schönste Dichterliebe gesungen hat. Ich hätte Roland Barthes gerne die Dichterliebe singen gehört. Oft habe ich das Gefühl, dass Barthes singend schreibt oder schreibend singt. Die helle Kammer wäre selbst ein romantischer Liederzyklus mit 21 Liedern Kapitel. Die helle Kammer erklingt für mich wie eine Winterreise. Roland Barthes reist durch das Reich der Toten, wie er sagt, auf der Suche nach der Mutter als seiner Geliebten. Ja, seiner einzigen Geliebten. Er begibt sich auf eine endlose Wanderschaft auf der Suche nach der Wahrheit der Mutter, wie er sagt. Ich zitiere Barthes: Noch etwas konnte ich aus meiner Betrachtung nicht ausklammern, dass ich dieses Foto entdeckt hatte, indem ich mich in der Zeit zurückbewegte. Die Griechen betraten das Reich der Toten rückwärts. Was sie vor sich hatten, war ihre Vergangenheit. In solcher Weise durchmaß ich ein Leben, nicht das meine, sondern das eines Menschen, den ich liebte. Zitat. Die Fotografie des Wintergartens sei, ich zitiere Roland Barthes, wie die letzte Musik, die Schumann schrieb, bevor er in Umnachtung sank. Dieser erste Gesang der Frühe, der mit dem Wesen meiner Mutter und zugleich mit dem Kummer, den mir ihr Tod bereitete, in Einklang stand. Zitat Ende. Die Gesänge der Frühe sind ein Zyklus von 5 kleineren Klavierstücken. 3 Tage vor seinem Selbstmordversuch bezeichnete Schumann sie als Sammlung von Musikstücken, die die Empfindungen beim Herannahen und Wachsen des Morgens schildert. Zitat Ende. Clara Schumann reagierte zunächst ratlos auf diese Komposition. Clara Schumann sagte, ich zitiere, ganz originelle Stücke wieder, aber schwer aufzufassen, es ist so eine ganz eigene Stimmung drin. Gerade diese Stimmung gleicht der Tonalität meines Denkens. Die Gesänge der Frühe sind von der Sehnsucht nach dem neu erwachenden, wieder auferstehenden Leben beherrscht. Sie sind Gesänge der Trauer, eine tiefe Melancholie, aber eine helle Trauer ist zu vernehmen. Eine geheimnisvolle Aura beherrscht den ersten Gesang der Frühe. Die abgründige Melancholie rettet sich dann im zweiten Satz ins Delirium, in ein delirierendes Licht, in eine heilige Transzendenz. Die ersten zögernden Lichtscheine durchbrechen das Dunkel. Jene Frühe ist eine Vorzeit, die der gewöhnlichen Zeit vorgelagert ist. Und in der die vergängliche Zeit, die Zeit von Leben und Tod aufgehoben ist. Es geht um eine Transzendenz, die wir heute vergessen haben, im Konsumrausch, im Informationsrausch. Die Frühe verwandelt die Welt in eine heilige Wirklichkeit. Diese Gesänge der Frühe beleben, bestimmen meine Fantasie für den blühenden winterlichen Garten als Ort meines Denkens.
Seitdem ich im Garten arbeite, trage ich ein merkwürdiges Gefühl mit mir herum. Ein Gefühl, das ich früher nicht kannte. Ein Gefühl, das ich auch stark körperlich empfinde. Es ist wohl ein Gefühl der Erde. Es beglückt mich, die Erde ist heilig schön. Vielleicht ist die Erde ein Synonym für das Glück, das sich aber heute immer mehr von uns entfernt. Zurück zur Erde hieße demnach zurück zum Glück. Heute verlassen wir die Terrane-Ordnung, die Ordnung der Erde, vor allem im Zuge der Digitalisierung und Informatisierung der Welt. Wir empfangen nicht mehr die belebende, beglückende Kraft der Erde. Im Garten spürte ich vor allem einen tiefen Frieden, eine tiefe, erlösende Kraft, eine Transzendenz, eine Erhabenheit. Der Garten hat mich wieder sehr gläubig gemacht. Ich dachte mir, die wahre Biologie ist eine Theologie. Inzwischen denke ich, dass Gott den Menschen Blumen gegeben, geschenkt hat, damit ihre zügellose Gewalt ein wenig abgemildert wird. Der Kontrast zwischen grausamer Gewalt, zu der der Mensch fähig ist, und der friedensstiftenden Kraft der Pflanzen kommt nirgendwo so schön und so gut zur Sprache wie in dem sogenannten Büffelbrief von Rosa Luxemburg. So möchte ich aus diesem Brief vorlesen, der wirklich herzzerreißend ist. Es handelt sich um einen Brief von Rosa Luxemburg aus dem Gefängnis an seine Freundin Sophie Liebknecht. Ich zitiere: Sie haben im Steglitzer Park einen schönen Strauß aus schwarzen, rosig-violetten Beeren gepflückt. Für die schwarzen Beeren kommen in Betracht entweder Holunder, seine Beeren hängen aber in schweren, dichten Trauben zwischen großen, gefiederten Blattwedeln. Sicher kennen Sie sie, oder wahrscheinlicher Liguster, schlanke, zierliche, aufrechte Rispen von Beeren und schmale, länglich grüne Blätzchen. Die rosig-violetten unter kleinen Blätzchen versteckten Beeren können die der Zwergmispel sein. Sie sind zwar eigentlich rot, aber in dieser späten Jahreszeit ein bisschen schon überreif und angefault, erscheinen sie oft violett-rötlich. Die Blätzchen sehen der Myrte ähnlich, klein, spitz am Ende, dunkelgrün und lederig, oben und unten rau. Ach, Sonischka, ich habe hier einen scharfen Schmerz erlebt. Auf dem Hof, wo ich spazierte, kommen oft Wagen vom Militär, voll bepackt mit Säcken oder alten Soldatenröcken und Hemden, oft mit
Blutflecken, die werden hier abgeladen, in die Zellen verteilt, gepflegt und dann wieder aufgeladen und ans Militär abgeliefert. Neulich kam so ein Wagen, bespannt statt mit Pferden, mit Büffeln. Ich sah die Tiere zum ersten Mal in der Nähe. Sie sind kräftiger und breiter gebaut als unsere Rinder, mit flachen Köpfen und flach abgebogenen Hörnern. Die Schädel, also unseren Schafen ähnlicher, ganz schwarz mit großen, sanften, schwarzen Augen. Sie stammen aus Rumänien und sind Kriegstrophäen. Die Soldaten, die den Wagen fuhren, erzählen, dass es sehr mühsam war, diese wilden Tiere zu fangen. Und noch schwerer, sie, die an die Freiheit gewöhnt waren, zum Lastziehen zu benutzen. Sie wurden furchtbar geprügelt, bis sie begreifen lernten, dass sie den Krieg verloren hatten und dass für sie das Wort gilt, vae victis. An 100 Stück der Tiere sollen in Breslau allein sein. Dazu bekommen sie, die an die üppig rumänische Weide gewohnt waren, elendes und karges Futter. Sie werden schonungslos ausgenutzt, um alle möglichen Lastwagen zu schleppen und gehen dabei rasch zugrunde. Vor einigen Tagen kam also ein Wagen mit Säcken hereingefahren. Die Last war so hoch aufgetürmt, dass die Büffel nicht über die Schwelle bei der Toreinfahrt konnten. Der begleitende Soldat, ein brutaler Kerl, fing an, derart auf die Tiere mit dem dicken Ende des Peitschenstiels loszuschlagen, dass die Aufseherin ihn empört zur Rede stellte, ob er denn kein Mitleid mit den Tieren hätte. Mit uns Menschen hat auch niemand Mitleid, antwortete er mit bösem Lächeln und hieb noch kräftiger ein. Die Tiere zogen schließlich an und kamen über den Berg, aber eins blutete. Sonischka. Die Büffelhaut ist sprichwörtlich an Dicke und Zähigkeit und die war zerrissen. Die Tiere standen dann beim Abladen ganz still, erschöpft und eins, das welches blutete, schaute dabei vor sich hin mit einem Ausdruck in dem schwarzen Gesicht und den sanften schwarzen Augen wie ein verweintes Kind. Es war direkt der Ausdruck eines Kindes, das hart bestraft worden ist und nicht weiß, wofür, weshalb, nicht weiß, wie es der Qual und der rohen Gewalt entgehen soll. Ich stand davor und das Tier blickte mich an. Mir rannen die Tränen herunter. Es waren seine Tränen. Man kann um den liebsten Bruder nicht schmerzlicher zucken, als ich in meiner Ohnmacht um dieses stumme Leid zuckte. Wie weit, wie unerreichbar verloren die schönen, freien, saftig grünen Weiden Rumäniens. Wie anders schien dort die Sonne, blies der Wind, wie anders waren die schönen Laute der Vögel, die man dort hört, oder das melancholische Rufen der Hirten. Und hier, diese fremde, schaurige Stadt, der dumpfe Stall, das ekelerregende, muffige Heu, mit faulem Stroh gemischt, die fremden, furchtbaren Menschen und die Schläge, das Blut, das aus der frischen Wunde rinnt. Och, mein armer Büffel, mein armer, geliebter Bruder, wir stehen hier beide ohnmächtig und stumm und sind nur eins in Schmerz, in Ohnmacht, in Sehnsucht. Derweil taumelten sich die Gefangene geschäftig um den Wagen, luden die schweren Säcke ab und schleppten sie ins Haus,
Der Soldat aber steckte beide Hände in die Hosentaschen, spazierte mit großen Schritten über den Hof, lächelte und pfiff leise einen Gassenhauer. Schreiben Sie schnell, ich umarme Sie, Sonischka, Ihre Rosa, Ihre Rosa, Ihre Rosa. Sonischka, Liebste, seien Sie trotz allem ruhig und heiter. So ist das Leben. Und so muss man es nehmen, tapfer, unverzagt und lächelnd, trotz alledem. Zitat Ende. Bei Schumanns Humoreske gibt es eine Notenlinie für die innere Stimme, wie Schumann schreibt, die im inneren Ohr des Pianisten mitgehört, aber nicht gespielt wird. Im Text sollte es auch eine innere Stimme geben, die nichts bedeutet, aber berührt oder besticht. Texte ohne innere Stimme sind tot. Sie bestehen nur aus Informationen. Die innere Stimme hingegen ist das Punktum des Textes. Ich liebe Sarah Bond. So möchte ich die innere Stimme meiner Texte Sarabande nennen. Sarabande sollte auch ein Buch von mir heißen, das vielleicht nie erscheinen wird. Ich werde einiges daraus vorlesen. Es besteht aus kurzen Aufzeichnungen. Mikroskopisch denken, Bindestrich, die Atome des Seins betasten. Gott erkennt die Dinge begriffslos. Nur der Mensch denkt. Wildgänse im Himmel. Bindestrich. Im Flug bilden sie immer eine Form. Plötzlich fühlte ich mich sehr verletzlich. So bewegte ich mich nicht, um mich nicht zu verletzen. Die Zeit so anstarren, anbrüllen, bis sie erschrocken stehen bleibt. Bindestrich, Erlösung oder Katastrophe. Das Summen einer Wespe lässt ein hellgrünes Blatt erzittern. Traum von einer herrlich duftenden Landschaft, die aber nur aus Buchstaben besteht. Im Traum war ich heute ein Fisch. Bindestrich, ich war überwältigt von Farben und Formen, die mich umgaben. Sie durchdrangen
überflutete mich. Ich spürte das grenzenlose Glück eines Fisches. In dem Glauben, die Zeit ginge dann langsamer, bewegte ich mich nicht. Entdeckungen heute im Botanischen Garten. Silber Immortelle und die gestreiften Schnecken auf dem Gras. Ich möchte so sein, dass niemand mich spürt. Am Eingang des alten St. Matthäus Kirchhofs schaut die alte Dame mit blassen, tief eingesunkenen Wangen zum Himmel und fragt: Ist ein Kreuz da oben? Es gibt auch Rosen, die den Zustand des erlösten Lebens abzubilden scheinen. Er beugte sich vor Trauer. Ein schmaler Windhund und eine dicke Mitvierzigerin unter blühendem Kirschbaum. Ein alter Mann, der eine trockene Wurst zahnlos kaut. Bindestrich Schmerz. Das Meer ist sehr nachtragend. Man kann das auch Erinnerungen nennen. Kein Wind, aber sehr hohe Welle. Ein kleines Insekt auf dem Bildschirm verdeckt einen Buchstaben. Wunderschöner Ausdruck, Anker lichten, Wucht, Schwere und dann Aufbruch. So viel Kraft, dann ein Raum entsteht. Sie zog ein langes, hellrosarotes Kleid an, um die Kirschblüten zu ehren. Sie empfindet jede Berührung außer Liebkosung als Schmerz. Ein Fisch in der Tiefsee, dessen Herz nur einmal im Jahr schlägt. Eine Zeit, in der man miteinander wetteifert, niemand zu sein. Der Bleistift strahlt heute eine wunderschöne Ruhe aus. Die Angst vor dem Tod kommt wahrscheinlich daher, dass wir noch nicht leben gelernt haben. Meine alte Tischuhr tickt heute so laut wie ein Metronom. Dazu müsste man eine erlösende Melodie erfinden. Der Lack des Flügels bringt ein wenig Glanz in mein winterliches Zimmer. Bindestrich, ein Glücksgefühl. Der schwarze Lack des Flügels lehrt mich, Doppelpunkt, es gibt tatsächlich ein dunkles Licht. Ich folge den Wassertropfen, die an der Fensterscheibe langsam herunterfallen. Das schenkt mir eine Seinsfreude. Es gibt leuchtende Gedanken. Ja, leuchtende. Sie sind hell, spenden helles Licht, das beglückt. Auf der Schreibwiese blühen Christrosen und Duftschneeball. Mindestlich wieder eine Seinsfreude. Gedanken wie Klänge formen. Eine Erkenntnis, mindestlich. Eine Orgel besteht aus bis zu 10.000 Pfeifen. Größere Orgeln haben sogar mehr als 10.000 Pfeifen. Die sichtbaren Pfeifen sind ein sehr winziger Teil der Orgel. Die meisten Pfeifen sind verborgen, bilden das geheime Innenleben einer Orgel. Die längste Pfeife mit 10 Metern erzeugt einen Ton, der mit 16 Hertz so tief ist, dass er außerhalb des menschlichen Hörbereiches liegt und nur noch als leise Erschütterung wahrgenommen wird. Die kürzeste Pfeife mit 6 mm erzeugt einen Ton, der mit 14.000 Hertz für viele Menschen, vor allem für Ältere, kaum mehr hörbar ist. Ich möchte einen Komponisten darum bitten, eine Orgelmusik zu komponieren, in der nur die längsten und kürzesten Pfeifen betätigt werden dürfen, also eine nicht hörbare Musik, die nur als Erschütterung und Erahnung wahrgenommen wird. Eine Musik zur Erlösung. Sie ist das Ideal meines Schreibens.
In einer Meisterklasse bemerkte der geniale französische Pianist Alfred Cortot zu dem letzten Stück der Kinderszenen von Schumann, der Dichter spricht: Il faut rêver, pas jouer. Man muss träumen und nicht spielen. Sein Wort möchte ich auf mein Schreiben, auf mein Denken beziehen und sagen: Il faut rêver, il faut chanter, pas écrire. Man muss träumen, man muss singen, nicht schreiben. Denn es ist der Dichter, der spricht. Der Philosoph ist letztlich ein Dichter, vielleicht sogar ein Magier mit einem hohen Zylinderhut und einem Zauberstock, so bezeichnete Adorno seinem Freund Walter Benjamin. Er sei ein Zauberer. Wir produzieren uns heute permanent. Diese Selbstproduktion lärmt. Stille machen heißt sich zurücknehmen. Die Stille ist auch eine Erscheinung der Namenlosigkeit. Ich bin nicht der Herr meiner selbst, meines Namens. Ich bin bei mir zu Gast. Gerade diese Aneignung des Namens verursacht viel Lärm. Das erstarkende Ego zerstört die Stille. Die Stille herrscht, wo ich zurücktrete, wo ich mich verliere. Im Namenlosen, wo ich ganz für schwach werde oder weich, friedlich, freundlich. Erst in der Stille, in der großen Stille, treten wir in Beziehung mit dem Namenlosen. Das ist uns überragt, angesichts dessen unsere Bemühungen um die Aneignung des Namens verblasst. Über den Namen erhebt sich auch jener Genius, dessen Schutz jeder Mensch bei seiner Geburt anvertraut wird. Der Genius lässt das Leben mehr sein als sein kümmerliches Überleben. Das Ich, in dem wir heute uns alle verlieren. Er steht für eine zeitlose Gegenwart. Giorgio Agamben schreibt, ich zitiere, das Knabengesicht des Genius. Seine langen, belebenden Flügel zeigen an, dass er die Zeit nicht kennt. Deshalb kann der Geburtstag nicht die Erinnerungsfeier eines vergangenen Tages sein, sondern wie jede wahre Fest eine Aufhebung der Zeit, Epiphanie und Anwesenheit des Genius. Es ist diese Anwesenheit, die wir von uns nicht wegschieben können, die uns daran hindert, uns in einer substanziellen Identität abzukapseln. Es ist Genius, der den Anspruch des Ichs, sich selbst zu genügen, in Stücke schlägt. Zitat Ende. Die absolut stille Wahrnehmung gleicht einer fotografischen Aufnahme mit sehr langer Belichtungszeit. Die Fotografie Boulevard du Temple von Daguerre stellt eigentlich eine sehr belebte Pariser Straße dar,
Aufgrund extrem langer Belichtungszeit aber, die typisch für die Daguerreotypie ist, wird alles, was sich bewegt, zum Verschwinden gnadenlos, zum Verschwinden gebracht. Sichtbar ist nur, was still steht. Boulevard du Temple strahlt fast eine dörfliche Ruhe aus, aus der jeder Lärm verwandt ist. Neben Gebäuden und Bäumen ist nur eine einzige menschliche Gestalt zu sehen, ein Mann, der seine Schuhe putzen lässt und daher ruhig steht. Nur das Lange und Langsame wird Wirklichkeit. Alles, was eilt, in Eile ist, wir sind alle in Eile, ist dazu verdammt zu verschwinden. Boulevard du Temple lässt sich als eine mit göttlichem Auge gesehene Welt deuten. Seinen erlösenden Blick erreichen nur jene, die in kontemplativer Ruhe verweilen. Es ist die Stille, die erlöst. Meine Bücher beginnen mit Petanke oder enden mit Petanke. Das habe ich auch Petanke oft geschrieben. Müdigkeitsgesellschaft endet mit Petanke. In seinem Versuch über die Müdigkeit setzt Handke der arbeitenden, zugreifenden Hand die spielende, verweilende Hand entgegen. Ich zitiere an Petanke. An allen Abenden hier in Linares
schaute ich dem müde Werden der vielen Winzigkinder zu. Keine Gier mehr, kein Greifen mehr in den Händen, nur noch ein Spielen. Zitat Ende. Die tiefe Müdigkeit lockert die Klammer der Identität, die Klammer des Ich. Die Dinge flimmern, schimmern und zittern an ihren Rändern. Sie werden unbestimmter, durchlässiger und verlieren etwas von ihrer Entschlossenheit, zu sich. Die Dinge durchdringen einander. Die starre Abgrenzung gegenüber anderen wird aufgehoben. Die Dinge werden also freundlich einander. Ich zitiere: Das Ding erscheint in solch fundamentaler Müdigkeit nie nur für sich, sondern immer zusammen mit anderen. Und wenn es auch nur wenige Dinge sein mögen, ist am Ende alles beieinander. Zitat Ende. Diese Müdigkeit stiftet eine Freundlichkeit und macht eine Gemeinschaft denkbar, die weder der Zugehörigkeit noch der Verwandtschaft bedarf. Menschen und Dinge zeigen sich verbunden durch ein freundliches Und. Handke sieht diese singulare Gemeinschaft, diese Gemeinschaft der Singularitäten, vorgebildet in einem holländischen Stillleben. Ich zitiere: Ich habe für das alles in einem ein Bild, jene in der Regel niederländischen Blumenstillleben des 17. Jahrhunderts, wo an den Blüten lebensecht, hier ein Käfer, dort ein Schnecke, dort eine Biene, dort ein Schmetterling, Mariposa sitzt. Und obwohl vielleicht keines der eine Ahnung von der Gegenwart des anderen hat, im Augenblick, in meinem Augenblick, alles beieinander stattende. Handkes Müdigkeit ist keine Ich-Müdigkeit, keine Müdigkeit des erschöpften Ich. Er nennt sie vielmehr Wir-Müdigkeit. Hier bin ich nicht der deiner müde, sondern, wie Handke sagt, dir müde. Ich zitiere: So saßen wir in meiner Erinnerung immer draußen in der Nachmittagssonne und genossen redend und schweigend die gemeinsame Müdigkeit, eine Wolke von Müdigkeit, eine ätherische Müdigkeit, vereinte uns damals. Zitat.
Die Schönheit der Dinge erscheint nur verzögert als Erinnerung. Schön ist nicht der augenblickliche Glanz, der unmittelbare Reiz, sondern das stille Nachleuchten. Die Schönheit ist ein Nachtzügler. Erst nachträglich enthüllen die Dinge ihre duftende Essenz. Sie besteht aus temporalen Ablagerungen, die langsam nachleuchten. Ich habe in meinem Buch Lob der Erde das Gedicht von D'Annunzio Lappiusia nel Veneto zitiert, das die Tonalität des Buches bildet. Vielleicht das ist auch die Tonalität meines Denkens. Mit diesem Gedicht möchte ich den heutigen Vortrag beschließen. Schweige. Auf der Schwelle des Waldes höre ich die menschlichen Worte nicht, die du sagst, aber ich höre neue Worte, die von weit entfernten Tropfen und Blättern erzählen. Höre, es regnet aus zerrissenen Wolken. Es regnet auf salzige, trockene Tamarisken. Es regnet auf die schupfigen, stachligen Pinien. Es regnet auf die göttliche Myrte, auf die unzähligen Blüten des leuchtenden Ginsters, auf Wacholdern voller duftenden Beeren. Es regnet auf unsere waldesgleichen Gesichter. Es regnet auf unsere bloßen Hände, auf unser leichtes Gewand, auf die reinen Gedanken, die den neuen Geist erwachen lassen, auf das schöne Märchen, das gestern dich verzauberte, das heute mich verzaubert. Auf Wiedersehen.